Der Balgrist Campus in Zürich ist das Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Lehre der Spitzenmedizin im Bereich der muskuloskeletalen Gesundheit. Die Architektur der 2015 eröffneten Institution ist darauf ausgerichtet, dass sich Forscher, Entwickler und Industrie begegnen und interaktiv zusammenarbeiten, um neue Lösungen zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates zu finden. 2016 ernannte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung den Balgrist Campus zur Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung und stellt Mittel zur Errichtung und zum Betrieb dieser hochspezialisierten Infrastruktur zur Verfügung. In diesem Auftrag wurden drei neue Technologieplattformen realisiert, die Forschenden, Entwicklern und der Industrie aus dem In- und Ausland zur Verfügung stehen. Das Swiss Center for Clinical Movement Analysis dient der Forschung im Bereich von muskuloskeletalen Bewegungsstörungen. Die Einrichtung umfasst neueste Technologien zur hochpräzisen Quantifizierung von Bewegungsabläufen in realitätsnahen Szenarien. Im Swiss Center for Musculoskeletal Biobanking werden Gewebe- und Flüssigkeitsproben gesammelt und gelagert. Für Analysen stehen vollständig ausgestattete Arbeitsplätze mit modernsten Geräten, wie zum Beispiel Fluoreszenzmikroskope der neuesten Generation, zur Verfügung. Das Swiss Center for Musculoskeletal Imaging ermöglicht Forschung im Bereich der medizinischen Bildgebung und bietet Zugang zu hochkarätigen MRI-Geräten mit Feldstärken von 7 und 3 Tesla, zu einem CT-Gerät der neuesten Generation, sowie zu einem Ultraschall- und einem Micro-CT-Gerät. Mit diesen Plattformen bietet der Balgrist Campus eine hochspezialisierte Open-Access-Forschungsinfrastruktur für die Durchführung von Studien im Bereich der muskuloskeletalen Medizin. Der Balgrist Campus hat sich in kürzester Zeit mit Erfolg als Forschungseinrichtung etabliert. Mit den drei hochspezialisierten Zentren geht die Erfolgsgeschichte in großen Schritten weiter. Zum Wohl der Patienten von morgen.